Hallo, liebe Hungrige. 5 Zutaten plus ein paar Gewürze. Damit lediglich kommt diese schnelle Penne mit Ragout aus. Wird ja meistens mit einer Art Bolognese-Ragout zubereitet. Heute mal nicht, denn wir brauchen dafür frisches Gemüse, und zwar Stangensellerie und Möhren. Außerdem Salsiccia, die so ein bisschen an Zwiebelmettwurst erinnert. Gibt's in verschiedenen Geschmacksvarianten. Klassisch, pikant und mit Fenchel. Und alle drei passen hier. Wir brauchen außerdem eine Tomatensoße, vorzugsweise diese Kirschtomatensoße. Steht seit einer Weile in den Regalen der Lebensmittelhändler. Wenn ihr die nicht bekommt, dann nehmt einfach passierte Tomaten plus ein bisschen Tomatenmark und eine Prise Zucker. Wir brauchen außerdem Pfeffer und italienische Kräuter und selbstverständlich Penne. Schmeckt aber natürlich auch mit anderen Pasta-Varianten. Zuerst gibt es ein bisschen was vorzubereiten. Die Möhre wird geputzt und in Würfel geschnitten. Anschließend auch den Stangensellerie putzen, die Blättchen, also das Grün, aber bitte nicht wegwerfen und dann in kleine Stücke schneiden. Die Salsiccia befreien wir aus ihrer Haut, zerschneiden oder zerzupfen sie dann und formen anschließend daraus kleine Bällchen. Nun bringen wir erstmal ausreichend Salzwasser zum Kochen, geben dann die Penne hinein, kochen sie al dente und nehmen sie dann vom Herd, gießen sie ab und lassen sie abtropfen. Nun erhitzen etwas Öl in einer großen weiten Pfanne und da hinein geben wir nun die Salsiccia-Bällchen und braten diese bei hoher Temperatur rundherum an. Immer mal umrühren dabei. Sind wir soweit, geben wir nun auch das Gemüse, also die gewürfelte Möhre und den kleingeschnittenen Stangensellerie mit in die Pfanne, alles umrühren und das Gemüse jetzt so für ca. 5 Minuten mit anbraten. Die Temperatur dabei etwas nach unten regulieren und dann schütten wir die Tomatensoße dazu. Ihr seht, die ist nicht ganz so dünnflüssig. Dann streuen wir von den italienischen Kräutern ein, nicht zu zaghaft, und wir würzen auch kräftig mit Pfeffer. Alles nochmal gründlich umrühren. Kurz aufkochen lassen, dann die Temperatur so einregulieren, dass alles nur noch köchelt, und zwar ohne Deckel, so für ca. 10 Minuten. Hin und wieder mal umrühren dabei. Die Flüssigkeit wird dabei natürlich ein bisschen reduziert. So, und jetzt mal kosten. Und ich meine, da kann auch eine Prise Salz mit dran. Auch diese natürlich einrühren. Und schon brauchen wir die abgetropfte Penne. Geben diese mit in die Pfanne hinein und anschließend wird alles gründlich miteinander vermengt. Und das war's auch schon. Wir nehmen die Pfanne vom Herd und tun auf und garnieren nur noch, deswegen solltet ihr sehr aufheben, mit den Blättchen vom Stangensellerie. Eine Alternative wären Basilikumblättchen. Und dann streut noch ein bisschen frisch geriebenen Parmesan darüber und dann könnt ihr diese leckere Pasta genießen. Mit nur wenigen Zutaten ging es eben auch ganz schnell, doch das Ergebnis lässt geschmacklich nichts zu wünschen übrig. Habt viel Spaß beim Kochen und lasst euch die Pasta dann gut schmecken. Falls bei euch aber doch lieber etwas mit Kartoffeln geben soll und als Dessert vielleicht ein leckeres Eis, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.